Dann eine Frage zu der genannten Abo-Box. Die Frage ist, warum sich die Abo-Box in den letzten Monaten und Jahren so verändert hat, dass die Kanäle in der Regel nicht mehr alle ihre Leute erreichen, die den Kanal auch wirklich abonniert haben. So, das ist die grundsätzliche Frage. Also, das, was oft jetzt noch Abo-Box genannt wird, wird bei uns eher Feed genannt, und ist ja auch vergleichbar mit dem Feed, mit dem Aktivitätsfeed, den man bei anderen Social Networks kennt. In diesem Feed kommen verschiedene Sachen vor. Es kommen Uploads vor, es kommen Likes vor, es kommen Videos vor, die Freunde von dir auf Facebook geteilt haben oder Freunde von dir auf Google Plus geteilt haben. Man kann diesen Feed völlig selbstständig so einstellen, wie man ihn gerne haben will. Wenn man also sagt, für mich ist es nur relevant, Uploads zu sehen, kann man ihn so einstellen. Wenn man sagt, für mich ist es nur relevant zu sehen, was meine Freunde auf Facebook posten, kann man ihn auch so einstellen. Es ist auch klar, dass bei einem Feed, wo je nach der Anzahl der Abos, die jemand hat, ist es klar, dass wenn jemand seinen Feed startet, er natürlich irgendein Video zuoberst sieht und danach einige andere Videos und immer weiter scrollen kann. Das heißt, alle Videos sind irgendwo in diesem Feed, aber es ist klar, wenn ich zum Beispiel 100 Kanäle abonniert habe, werde ich nicht von jedem Kanal jedes neue Video sehen, außer ich verbringe extrem viel Zeit auf YouTube, was manche Leute ja auch tun. Das heißt, wichtig ist einfach hier, wenn man dafür sorgen will, dass die Videos gesehen werden, dass die Uploads von den Abonnenten wahrgenommen werden, dass man nicht nur einmal ein Video hochlädt, sondern dass man die ganzen verschiedenen Werkzeuge zum Audience Development verwendet, dass man also das Video einmal hochlädt, dass man es in eine Playlist einbindet, dass man das Video nochmal in Bulletin schreibt, wo man das Video nochmal präsentiert, zum Beispiel ein paar Tage später, dass man seine anderen Social Media Outlets verwendet, wie zum Beispiel Facebook, Google Plus, Twitter, wo auch immer man aktiv ist, dass man mit Annotations arbeitet, von sehr erfolgreichen Videos auf andere Videos verlinkt. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, sein Publikum zu erreichen, unabhängig von dem Aktivitätsfeed.